cool, dann nehmen wir die auch mal mit. Da unten ist noch mehr Eisen, meine Güte. Das ist schon ein bisschen langweilig, so viel Eisen zu haben. Naja, da die Spitzhacke gleich sowieso kaputt ist, hoffe ich, dass ich das noch abbauen kann, bevor ich hier elendig geschlagen zurücklaufe. Werde ich Vlogs machen, nur wenn ihr es wollt. Ich bin jetzt, meine ich, nicht gerade der Hübscheste und überlege es mir auch lieber zweimal, ob ich das machen soll, da ich jetzt nicht gerade so der bin, der das gerne macht. Also Vlogs nicht so mein Ding. Ich bin auch eine Pussy, die eigentlich vor sehr viel zurückschreckt. Also das ist eines der Mitgründe, warum ich jetzt mich nicht so entschlossen habe, Amnesia zu let's playen. Ich habe bisher nur eine Custom-Story gespielt und die Hauptstory kam ich nie weit. Ich weiß jetzt, sagen einige bestimmt, ja, Pussy, spielt es doch erstmal selber, bevor ihr euch jetzt großen Macker outet. Wenn ihr trotzdem noch nachher der Meinung seid, ich hab mich wieder verlaufen, aber egal, ich suche jetzt erstmal mein Haus eigenständig, bevor ich hier wieder den Berg benutze. Da drüben ist Holz und da vorher war auch, oh, da ist noch mehr Holz. Ist jetzt nicht so hilfreich. Ich gehe jetzt erstmal hinter dem Berg dahin, da ich auch einen Berg gesehen habe. Nein, da vorne vielleicht. Ich bin jetzt nur im Kreis gelaufen. Und wie ich nur im Kreis gelaufen bin, dann muss ich da doch mal wieder hoch. Oh, jetzt sehe ich auch schon gleich, dass es wieder Ende der offenen Saison ist. Es macht Spaß irgendwie. Ja, wen macht es doch kein Spaß? Wen macht es keinen Spaß? Möchte ich gerne wissen. Könnt es ja in die Beschreibung schreiben. Ja, tut es in die Beschreibung schreiben. Ich tue ich erstmal im Code bei ja, natürlich. Nein, tue ich nicht. Warum schreibe ich nicht gleich dazu? Hier habt ihr mal meine Craft-Account. Ihr könnt ja euch Passwort ändern. Nee, egal, ich hab's sowieso nicht mehr. Nein, das ist natürlich kein Spaß. Naja. Oh, nächste Aufnahme. Okay. Da muss ich jetzt mal wieder die Zahl verstecken, da ich glaube, ihr nicht sehen wollt und ihr ohnehin schon wisst, dass ich Webs benutze. Schöne Aussicht von hier oben, aber leider hilft mir das auch nicht, wo mein Haus ist. Am besten gehe ich nochmal in die Mine zurück, glaube ich, nochmal durch die Mine durch und am besten nehme ich keinen Fallschaden. Aber wo wir gerade beim Thema Fallschaden sind, ich verquabbel dadel, was ist das, hab die als Schaff, was ich. Oh nein, es wird Nacht und ich finde mein Haus nicht. Ich möchte nicht sterben, also werde ich jetzt erstmal inspirieren. Und mit inspirieren meinte ich natürlich auch Kosten der Schafe. Ich wollte eigentlich diese Nacht miterleben, also ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt hier feierlich gerne die Nacht meldet. Ich bin ja auch gerne ein Nachtfreund, aber ich bin jetzt erstmal nicht darauf scharf, meine Items zu verlieren. Das Best passt irgendwie jetzt total. Mit einer unterschiedlichen Farbe ist es immer passend, finde ich. Also nicht immer dieselbe Wolle benutzen. Wo lang bin ich gegangen? Ich muss jetzt erstmal meine Dungeon finden, die ich gefunden habe. Da kann ich keinen Lichtbug gebrauchen. Obwohl, da kann ich den Lichtbug ziemlich gebrauchen. Gefunden. Jetzt muss ich noch den richtigen Weg. Oh, das Eisen. Da sieht man mal, wie viel ich hätte übersehen, wenn ich da... Ich habe schon gleich eine Eisenrüstung zusammen. Aber ich werde mir keine Eisenrüstung craften. Ich finde, Eisenrüstung hilft dir zu überleben, aber ist jetzt nicht gerade mein Freund und Helfer hier. Okay, dann fallen wir jetzt erstmal hier jämmerlich runter. Hier ist noch mehr Eisen. Da sieht man mal, wie viel ich hätte übersehen, wenn ich jetzt mich nicht unwissentlich verlaufen hätte. Okay, ihr könnt ja entscheiden, ob es diese Welt auch auf Multiplayer oder so gehen soll. Könnt ihr euch wirklich entscheiden.
Da lasse ich euch die freie Wahl. Da mein Haus. Nein, hier ist derselbe Ausgang. Ich bin an demselben Ausgang nur einmal nochmal hochgekommen. Dann gehe ich jetzt mal hier lang, da ich hier genau weiß, dass ich hier lang war. Und hier auch schon drüben das Schaf war, das da wahrscheinlich reingelaufen ist. Okay, ich habe zwei Wege. Ihr habt zwei Wege. Und hier ist einfach nichts. Das habe ich gemacht, damit keine Monster hier runterkommen. Jupp, hier ist auch schon mein Ausgang. Meine Mine. Die ich auch zu bauen muss. Da muss ich jetzt mal erstmal mich umschauen. Und herausfinden, wo was ist, da ich hier schon wieder Lichtbox habe, auch wenn die Lichtbox zum Teil das Design entweder aufpeppen oder ab oder einfach nur versauen. Könnt euch ja entscheiden, versaut ist das oder versaut ist das nicht. Könnt ihr mir eure Meinung sagen, ich bin an eurer Meinung interessiert. Hört man ja auch schon an meiner super emotionsvollen Stimme. Ich bin super emotionsvoll. Wo ist denn eigentlich mein Haus? Ich vermisse mein Haus. Obdachlos. Scheiße. Ja, so kommt man davon. Von Obdachlos mit Bett, mit Obdachlos in der Tasche ein Bett. Wir haben hier jederzeit ein Bett, also wir können jederzeit in der Nacht schlafen, wie wir gerne müssen. Ich denke, wir finden das nicht mehr. Naja, was hatten wir? Eine Kiste? Nett, gar nichts. Wir hatten einen Ofen mit unseren Eisen drin. Nein, nicht mit unseren Eisen, mit unserer Kohle. Das ist ein Grund genug, das wieder zu finden oder es zu suchen. Eigentlich sollte ich irgendwann gleich schon einen Baum sehen, was mir auch ziemlich klar gefallen hat. Jep, da ist es. Ich habe schon gedacht, dass es das ist, aber einfach nicht gedacht, was soll das denn bitte schon sein. Okay, ich werde das Eisen jetzt hier... Oh, wir haben doch keine Eisen. Was die Lage auch ziemlich schnell macht. Da tun wir das stattdessen der Kohle einfach hier rein. Wir können das jetzt lustig vor sich hinbrutzeln und noch ein paar Änderungen machen. Tun gleich weiter bauen das Haus. Kein Ding, wir fangen gleich an. Wir sollten hier auch simple, keine Ahnung, irgendwas wird sich schon irgendwas mit simple einfallen lassen. Nun, dann beende ich gleich in 5 Minuten die Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch dann gefallen. Ist ja noch nicht jetzt, also kann ich auch noch nicht jetzt hoffen, dass es euch gefallen hat. Sagen, ihr könnt oben rechts und links zu der vorherigen Parts und zu den nächsten Parts kommen, falls sie auf YouTube oben sind. Aber wenn sie nicht auf YouTube oben sind, schreibt mir auch bitte nicht, warum sind da keine Parts oben. Und jetzt unpassend habe ich Framewerteinbrüche. Das ist unpassend. FPS, alle die nicht wissen, was FPS ist, werde ich es euch nochmal erklären. FPS, Pictures per Second, auch wenn ich nicht weiß, wofür das F steht. PP sollte es eigentlich heißen. Ihr könnt es ja auch sagen, wenn ich jetzt meinen Schlaumeier-Mode falsch eingestellt habe. Okay, ihr werdet auf meiner Homepage, die ich gleich überarbeite, und alle Copyright-Sachen und so weiter finden, wenn ihr jetzt gerne auch mal die Musik benutzt. Fragt nicht mich, fragt die Macher, fragt was weiß ich, fragt die einfach, ist es nicht meine Idee gewesen, diese Songs zu erstellen, wenn sie geil sind. Eigentlich finde ich das Let's Play auch schon so wieder ein bisschen langweiliger, denn ihr wollt doch sehen, wie ich fail und nicht schon anfange Eisen putzen. Aber das ist ja gut für mich, dann könnt ihr auch sehen, dass ich nicht so oft fail. Ich lasse das Eisen gleich in Ruhe weiter wurzeln, verstecke mich irgendwo, wo die Viecher mich nicht sehen. Oder ich mich selber nicht sehe und werde dann die Welt auch schon wieder verlassen. Ich hoffe, es lag bei euch nicht so, wie es gerade bei mir lag. Das ist ja nicht Let's Play tauglich. Okay, das war's dann hier. Und ich wollte eigentlich erst in 2 Minuten wenden. Aber ich habe doch keine Lust. Ich werde erstmal hier das beenden. Ja. Los. Ich hoffe, es hat euch bisher gefallen. Die Grief-Saison wird auch irgendwann mal weitergeführt. Wenn ihr es wollt, schickt mir doch meine IP an den Server, an den ihr gerne Rache verüben wollt. Ich werde mich aber erstmal über den Server erkundigen und schauen, ob die Admins scheiße, asozial oder einfach nur Wichser sind.
wenn ich den auch als wirklich scheiße einstufe, dann werdet ihr irgendwann eine gute Saison sehen. Aber erstmal quatsche ich noch eine Minute lang, während das halt schon da rumfackelt. Aber ich hoffe nicht zerfackelt, keine Ahnung. Damit ich das noch benutzen kann. Ihr wollt ja, wenn ich schon eine Eisenrüstung habe, wollt ihr mich nicht damit rumsterben sehen und dann auch noch mein Bett verlieren. Dann habe ich jetzt noch eine Minute. Ich weiß nicht, wann die eine Minute endet. Dann tue ich jetzt einfach nochmal fröhlich herumquatschen und ja. Meine Projekte sind eindeutig klar. Minecraft ist dazu. Ich werde jetzt auch The Binding of Isaac und so weiter anfangen. Ihr könnt mich ja fragen, ob ich Spiele. Ich kann euch mal schnell vorlesen. Jetzt denke ich die Zeit um, aber ich kann euch ja vorlesen, was ich auch aufnehmen kann. Moment, Steam, öffne dich. Ja, ich besitze selber Steam, aber unter einem anderen Namen spiele ich. Das heißt, damit ich mehr Spiele habe, benutze ich einen Account von jemand anderes, damit ich ein paar Spiele mehr habe. Echt gerade nicht der Kauffreak bin. Und jetzt ist eigentlich schon noch eine Minute um. Ich sollte jetzt auch eigentlich schon aufhören, aber ich will euch erst noch die Spiele vorlesen, die ich let's playen könnte. Solange ich nicht vom Copyright hier eine Nachricht kriege, dass ich das Video lösche, sonst werde ich das Let's Play abbrechen und es auf höchstens einen anderen Kanal hochladen. Also wenn ihr mich haben wollt auf YouTube, ja, jetzt erstmal als kleines Special, nicht mal so eintönig langweilig sprechen. Wenn ihr mich auf YouTube sehen wollt als Let's Player, Half-Life 1, Half-Life 2, Half-Life 2 Episode 1, aber das habe ich auch schon mehr nicht. Mehr habe ich auch schon nicht. Leider, finde ich schade. Naja, also ich werde jetzt erstmal warten, bis es sich öffnet. Ja, jetzt verbindet er. Das ist ein größerer Fail als die Tatsache, dass ich mich schon im dritten Part verlaufen habe. Aber nun ja, jetzt kennt ihr mich ja. Ich bin nicht so der Mr. Merker. Ich werde jeden begrüßen, der mir sagen kann, ob es einen Waypoint-Mod schon gibt. Es gibt ja noch nicht mal Platinum für 1.3.2, warum sollte es dann was anderes geben? Nun ja, ich frage, wann kommt das Halloween-Patch? Wann kommt das Halloween-Patch? Jetzt habe ich schon verraten. Ich sag aber nicht wann genau. Es wird zu Halloween ein Patch rauskommen. Irgendwas, ich sag nicht welches Patch. Es ist ein Patch, das ich jetzt schon liebe. Da es den neuen Game Mode jetzt angeblich verbessern soll und das den Leuten, die gerne Adventure Maps machen, vereinfacht. Wie jetzt zum Beispiel eins. Nein, das sage ich nicht. Ich will keine Einzelheiten verraten. Ich bin jetzt mal so scheiße und verrate nichts. Jetzt bin ich schon über 2 Minuten über das Ziel hinausgeschossen. Es wird immer noch verbunden. Jetzt ist es abgestürzt wahrscheinlich. Ja, es ist abgestürzt. Dann weiß ich jetzt auch nicht, was ich machen soll. Ich wollte euch eigentlich die Spiele vorlesen, die ich als Playing könnte, aber nein, stattdessen stürzt du ab. Steam, schämst du dich? Ich hoffe, du schämst dich. Ich brauche dich noch. Funktionieren. Gut, dann haben wir schon mal hier ein paar Spiele. Das sind zwar nicht alle, aber man kann ja nichts dafür tun. Half-Life, Half-Life 1, Half-Life 2, Half-Life 2 Lost Code, Episode 1, Deathmatch, Left 4 Dead, nein, das werde ich nicht spielen, das ist USK 18. Jetzt ist Steam aus die Maus, öffnet sich jetzt. Ich könnte Terraria spielen, ihr könnt es ja machen, ihr könnt es mal fragen. Es wird noch ein allerletztes Patch rauskommen an alle Terraria-Fans. Okay, das war's dann erstmal. Ich weiß jetzt nicht, ich breche das einfach mal ab, da ich jetzt keine Lust habe, 3 Stunden auf Steam zu warten. Viel Spaß mit den Videos, die ich bisher gemacht habe. Tschüss.